Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Haul mit Produkten, die man als eher ungewöhnlich bezeichnen würde. Im Großen und Ganzen würde ich das so nennen. Ja, tatsächlich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, heute ist Drehtag, ne? Deswegen seht ihr mich mit dem gleichen Look, dem gleichen Kleid. Jetzt ein paar Mal öfter tatsächlich. Aber meistens ist es ja so, dass ich diese Videos ja nicht alle nacheinander hochlade, sondern dass da vielleicht mal ein Unboxing noch zwischenkommt oder so. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Beauty-Part des Ganzen, denn ich habe hier sowohl Lifestyle- als auch Beauty-Produkte. Ich habe bei Amazon, beim Schnäppchenschloss, beim Pelletier-Verlag etwas bestellt. Also das sind quasi die drei Shops. Und ja, das Schnäppchenschloss ist etwas sehr, sehr Interessantes. Kannte ich vorher so nicht. Hatte die liebe Frühlingsrolina vorgestellt, weil die da doch den ein oder anderen Nagellack gekauft hat und ich auch. Und ich habe heute Morgen schon direkt alle aufgetragen, beziehungsweise nicht ganz alle. Ich glaube, zwei habe ich nicht aufgetragen oder drei. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch mit dem Nagellack. So, ich versuche das jetzt anhand meiner Nägel vorangehen zu lassen. Es kam an in zwei solchen Warensendungsgeschichten. Ich habe natürlich auch etwas, weil das halt recht günstige Sachen sind, geholt mal für ein Tauschpaket, für Verlosung und so weiter und so fort zum Verschenken. Aber die Nagellacke habe ich eigentlich für mich bestellt. Und ja, dann starte ich jetzt mal mit dem ersten Lack. Und zwar ist das hier einer aus der Catrice Limited Edition Victorian Poetry Satin Matte Nail Lacquer. Nämlich gleich haust du hier meinen Turm um. Ich glaube, er möchte erst ein... Soll man eigentlich nicht machen, da ist jetzt auch noch schon was runtergefallen, ne? Dass man Betteln belohnt, aber... In diesem Zimmer gibt es keine Regeln für Sammy eigentlich. Der darf man machen, was er will. Außer meine Schwämmchen mopsen. Und auch wenn er eben schon Armbrot hatte, dann darf er jetzt halt einen Nachtisch kriegen. So, wie gesagt, das ist der erste Nagellack, den ich habe. Der ist eigentlich matt, war auch matt, aber ich habe einen Topcoat drüber gegeben. Und das ist dieser hier. Sieht man den? Ja, ne, sieht man. Also ich fand den schön. Ne? Also man muss diese Lacke oft ein bisschen schütteln, bevor da was rauskommt. Ich fand das von der Optik her sehr schön. Das ist eine sehr, sehr alte Limited Edition und du findest auch dort bei dem Schnäppchenschloss noch sehr, sehr alte LEs. Das ist echt krass. Teilweise kenne ich die gar nicht. Das heißt, die sind schon Asbach, aber richtig geil. Eine interessante Farbe, das ist so Perlmutt-Lila-mäßig. Also einfach mal was anderes. Ich muss gucken, wie die Haltbarkeit ist, ne? Und dementsprechend... behalte ja Nagellacke oder ich sortiere sie ja irgendwann aus. Dann kommen wir zum nächsten Lack. Dann, auch das müsste ein matter eigentlich gewesen sein, genau. Aus der Catrice Matte Nail Lacquer Limited Edition Rococo ist da die LE gewesen. So sieht der Nagellack aus und das ist so ein schönes Pink, der auch so ein bisschen changiert, ne? Und jetzt dadurch, dass ich dann halt diesen Klarlack drüber gegeben habe, den Topcoat, glänzt der auch so schön und der hat auch so Glitzer mit drin. Ich mag nicht so gerne richtig matte Nägel. Ich mag wirklich lieber glänzende Nägel. Deswegen habe ich mir auch über die matten Lacke noch einen Topcoat drüber gegeben. Was sie aber nicht weniger schön macht. Ne? Ließ sich schön auftragen. Einzig das Pinselchen fand ich hier ein bisschen schwierig, weil es doch sehr, sehr winzig klein ist und recht schmal. Ne? Ha, guck, jetzt kann ich sogar in dem Haul schon direkt eine Review dazu geben. Das finde ich immer ganz nett. Das mag ich auch gerne immer in anderen Videos. Als nächstes habe ich den I Feel Good. Welcher? Ne, das ist der nicht gewesen. Da habe ich nämlich zwei sehr ähnliche von den Farben her. Das ist der Essence The Gel Nail Polish in der Farbe 50 I Feel Good. Das ist dieser hier. Sieht auch cool aus, ne? So ein schönes Waldgrün, aber das ist halt eher so ein klassischer. Aber so eine Farbe hatte ich noch gar nicht und den fand ich toll. Wenn ich mir das jetzt so im Licht richtig angucke, ist er ein bisschen streifig geworden. Aber ja, hat mir gefallen. Ich mache jetzt extra so, damit ich euch nicht den Stinkfinger zeige, ne? So charmanter, Leute. Ja, also die haben ja gar nicht mehr diese Reihe bei sich im Sortiment, aber ich finde die Farbauswahl bei Essence halt so schön. Und die findest du halt alle im Schnäppchenschloss und vor allem auch wirklich reduziert, ne? Das fand ich echt krass. Diesen hier, das ist ganz witzig, denn Catrice hat aktuell auch diese Stronger Nails Geschichte rausgebracht und da ist auch ziemlich genau dieser Farbton mit bei und dann noch zusätzlich mit einem Nagelhärter. Egal, das hier ist jetzt die LE Treasure Trove Nail Lacquer gewesen. Und ich habe die Farbe 10.03 Caviar and Champagne. Den habe ich hier auf dem Finger. Das
ist auch eine schöne Farbe, ne? Der hat sich auch toll auftragen lassen und den finde ich enorm schön. Also den finde ich richtig, richtig geil. Das ist so ein peachy rosa mit Schimmer drauf. So Perlmutt-Schimmer drüber. Richtig geil. Und ich finde auch diesen Flakon so schön, ne? Das ist so elegant und du kannst das so schön wie so ein Pinsel halten. Das fand ich schon geil. Finde ich geil. Habe ich ja noch. Den finde ich nicht so geil. Den werde ich wahrscheinlich auch direkt aussortieren. Essence Next Stop Summer. Und zwar die Farbe Fun is Where You Are. Weil der halt so streifig geworden ist. Und man sieht es, glaube ich, auch an dem Flakon selbst oder in dem Flakon, dass das Produkt halt schon sehr, sehr alt ist. Ne? Das ist schon recht geronnen. Und ja, dieses Blümchen ist natürlich wunderschön. Kannst auch abmachen. Kannst als Ring verwenden, wenn du Bock drauf hast. Aber ich lasse es einfach drum. Also ich fand den jetzt wirklich sehr, sehr streifig. Ne? Das musste ich dreimal überlackieren und trotzdem hatte ich dann auch irgendwie so einen komischen Streifen in der Mitte. Ansonsten stehe ich auf diese Farbe. Ich mag super gerne dieses Mintgrüne und ja, das ist auch der Grund, weswegen ich mir noch welche auch in Mintgrün geholt habe. Weitere. So, den hier werde ich auch wahrscheinlich direkt aussortieren. Und zwar ist das auch aus dieser Limited Edition Victorian Poetry. Ich weiß gar nicht. Ach, hier stehen die Farben. Apricot Epoch. Und das andere war wahrscheinlich Royal Lavendera. Da wird mit dem Wort Ära gespielt. Das ist ja auch witzig, ne? Den fand ich vom Auftrag nicht so schön wie den lavendelfarbenen. Auch wenn ich diesen, wie kann man das denn jetzt zeigen, so, ne? Auch wenn ich diesen Peachton an sich sehr, sehr schön finde. Ne? Zum einen, ja, ich habe meine Nägel ein bisschen angeditscht. Ich bin halt ein Knibbelmensch. Die Farbe an sich, wie gesagt, ist schön, aber sehr, sehr streifig ist auch dieser Nagellack geworden. Das finde ich ein bisschen schade. Da sieht man richtig die Pinselstriche. Du hast einen schönen Glitzerschimmer mit drin, was ich toll finde. Aber auch der wird mich wahrscheinlich verlassen dürfen direkt. Deswegen schiebe ich die beiden auch mal direkt zur Seite. Hier habe ich auch wieder so ein Mintgrün und den fand ich auch wunderschön. Brit Tea von Essence ist das, die LE, in der Farbe Have a Beautiful Day. Genau. Den würde ich aber eher über einen anderen Mintgrün als Topper drüber setzen, weil der nicht deckend genug ist. Ne? So schaut er dann auf dem Nagel aus. Per se recht schön. Aber wie gesagt, wenn man das... Oh Gott, der Finger sieht ja ganz schlimm aus. Ne? Ja, ich habe halt super trockene Finger und auch wenn ich sie sehr viel pflege, peele, creme, bla, ganz, ganz schlimm. Ja, wenn man sich halt ständig die Hände wäscht und... Ach, egal, ihr kennt das, Leute. Ne? Wir sitzen alle im selben Boot. Genau, schöne Farbe, aber eher ein Topper. Ne? Aber schön. Schöner Topper. So, dann habe ich ein Orange und das finde ich richtig geil. Da hatte ich erst meine Bedenken. Das ist auch aus dieser Essence The Gel Nail Polish Reihe. Shade of Happiness, die Nummer 66. Ist das nicht geil? Oh, ich mache lieber so, weil ihr sollt den Zeigefinger jetzt nicht so ertragen müssen, ne? Genau. Eine geile Farbe. Würde ich jetzt überhaupt nicht solo tragen, also dass ich nur diesen Orangenen komplett drüber geben würde, sondern den würde ich mir dann wirklich partiell auf einen Nagel geben, wenn ich, ne? Ich mache jeden Nagel anders, aber ja, mega. Fand ich echt schön, finde ich echt schön. Dann habe ich ein Lila. Da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von erhofft, muss ich gestehen. Habt ihr eben schon gesehen, hat sich gereimt. Essence Mary Berry Nail Polish Purple with Purpose. Das ist dieser hier. Und ich hatte gedacht, dass auf dem Finger mehr Goldschimmer rauskommen würde. Aber ich glaube, dass... So suggeriert dieses Fläschchen halt nur, weil du ja hier so eine goldene Schrift drauf hast. Ich habe mir aber hiervon auch so Goldglitzer-Nagellack, seht ihr gleich, auch mitbestellt. Den müsste ich dann da quasi drüber machen. Ist aber deckend gewesen. Das hat mich auch sehr positiv überrascht. Und die Farbe mag ich sehr gerne. Es gibt einen ähnlichen von Catrice tatsächlich, aber ja, den mag ich gerne. So. Letzter, den ich auf den Nägeln trage, ist dieser hier. Der ist sehr speziell. Hat nämlich auch noch so einen leichten gelb-grünen Glitzer mit drin. Auch von Essence aus dieser The Gel Nail Polish Reihe 65 Good Limes. Ja, diesen Schimmer siehst du jetzt nicht unbedingt auf dem Nagel, wenn ich ehrlich sein darf. Aber es ist schon eine sehr außergewöhnliche Farbe. So ein tolles Limettengrün. Oh, da stehe ich drauf, ne? Richtig einmal kunterbunt. Ich hatte mal was zu trinken. Es ist fort. Da. Ich habe nämlich Durst. Ich rede heute schon den ganzen Tag. Ich muss ganz viel trinken. Jetzt habe ich hier noch ein paar mehr Löcke, die ich noch nicht auf den Nägeln drauf hatte. Der ist ähnlich wie dieser hier.
aber mehr so ins Bläuliche, würde ich sagen. Und der andere ist mehr ins Grünliche. Das ist von Essence der 64 Island Hopping, also Insel Hopping, dass man von Insel zu Insel reist. Ach, das waren noch Zeiten, Leute, ne? Aber auch eine richtig schöne Farbe, finde ich sehr ansprechend. Der scheint aber auch Unifarben zu sein. Genau, also die musst du alle noch ordentlich durchschütteln. Ihr müsst ja alle überlegen, ne? Das ist ja, sind halt alte, ausrangierte Produkte, die ja nicht mehr in den Sortimenten zu finden sind, aber trotzdem gibt es ja immer noch auf dem Markt Produkte, die produziert worden sind und auch im Abverkauf nicht abverkauft wurden. Und die werden dann zum Beispiel über das Schnäppchenschloss verkauft oder kann ich euch auch einen Link zu in die Infobox setzen. Da gibt es ja bei Amazon diese Surprise-Boxen und so, diese Mystery-Boxen. Bei Amazon habe ich gesagt, oder habe ich bei Essence gesagt? Bei Amazon gibt es die. Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal ausgepackt. Genau. So, dann bleiben wir auch mal in diesem grün-türkisen Bereich. Da habe ich von Essence Summer Fun die Farbe Meet Me at the Pool. Das ist auch so ein mintgrün, hell-türkis-Ton. Ihr kennt das, mein Beuteschema. Voll geil. Muss ausgetestet werden. Den hier meinte ich, den ich drüber setzen kann. Und zwar ist das der Essence Mary Berry Top Coat Nagellack in der Farbe 01 I Heart My Golden Pumps. Ich liebe meine goldenen Pumps. Das ist halt richtig grober, goldener Glitzer. Wunderschön, oder? Oh, richtig geil. Für eine Nagellackriege habe ich hier jetzt schon stehen. Es kommen noch welche hinzu. Der ist jetzt eher schmutzig, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist der ja geil. Ich weiß es nicht. Essence Valentine Who Cares in der Farbe 01 Love Bla Bla Bla. Das ist ein richtiges Matschefarben. Kann man mal ausprobieren, ne? So, zwei Nagellacke sind noch in dieser Box und zwar von der Caviar Gauche Limited Edition. Ist das Catrice gewesen? Steht hier gar nicht drauf, ne? Ist auch interessant. Steht nur Caviar Gauche drauf. C04 Rose Door. Doch, hier oben steht Catrice drauf, okay. Das ist so eine Art Ballet Slippers Ton, also so ein Lack, den du unter andere Lacke drunter machen kannst, damit es etwas deckender aussieht und nicht die Nagelhaut durchscheint. Und finde ich schön, sowas mag ich ja ganz gerne, zumal ich ja leider meinen Ballet Slippers gerade aussortiert habe, weil er nicht so performt hat, wie er sollte. Dann habe ich hier noch einen aus dieser Next Stop Summer Reihe und das ist so ein Orange 02 Vacation Mood On. Finde ich wunderschön. Ich hoffe, dass er nicht so streifig wird wie der Mintige, kann man das sagen, weiß ich nicht, wie der hier halt, ne? Muss ich auch ausprobieren. Gut, dann habe ich, wie gesagt, noch was für Verlosungen und so geholt. Da war unter anderem der Illuminating Blush von Catrice mit dabei in der Farbe Coral Me Maybe. Ich glaube, den habe ich sogar selber noch. Finde ich total schön, also eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich mag auch dieses Zopfmuster, was da drauf ist, kann ich ja mal hochklappen. Ich werde ihn aber jetzt nicht swatchen. Das, was halt ein bisschen schade ist bei diesem, ne, du siehst halt, dass das Produkt... Sieht man das hier besser? Ich weiß es nicht. Es ist halt zerkratzt, ne? Es ist schon durch einige Hände gegangen, um das mal so zu sagen. Das sieht man dem Produkt dann leider auch ein Stück weit an. So, dann habe ich mir noch etwas geholt und zwar eine Pinselseife von Essence. Hello Happiness ist hier die LE gewesen. Habe ich ehrlich gesagt nicht im Kopf, wann das war. Keine Ahnung. Voll cool. Genau. Das ist halt eine Pinselseife. Bin ich gespannt, wie die so ist, ne? Ist halt hier lose drin. Ja, und ich wasche häufig Pinsel, weil ich häufig Pinsel verwende. Hä? Ach, da unten, das ist ja praktisch gemacht. Du hast hier die Pinselseife und da unten drin hast du so einen ganz groben Schwamm drin, also so ein Netzding. Den kannst du auch so rausnehmen. Ne? Das ist ja praktisch. Dann kann das nämlich trocknen. Das ist nämlich immer das gewesen, was ich bei den anderen so ein bisschen schwierig gefunden habe. Dann habe ich das immer irgendwie separat getrocknet, ne? Voll praktisch. So, dann habe ich mir selbstverständlich noch einen Pinsel mitgenommen und zwar von Evelyn, der Puderpinsel Naturhaarrunder Schnitt. Das fand ich interessant. Wusstet ihr, dass es überhaupt mal Naturhaarpinsel von Evelyn gab? Also habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das mal gab. Der ist sehr, sehr kratzig. Okay, jetzt weiß ich auch, warum der nicht mehr im Sortiment wohl drin ist. Löst sich auch gerade ein bisschen auf. Da muss ich mal gucken, ne? Denn normalerweise sind gerade so Naturhaarpinsel ja sehr, sehr soft. Und der ist jetzt schon sehr kratzig. Das soll Naturhaar sein, finde ich interessant. Ich
weiß jetzt nicht, was für sein abgerundeter Schnitt macht den Pinsel mit zartem Naturhaar ideal zum flächigen Auftragen von losem, kompaktem oder Bronzerpuder für einen frischen Teint. Okay, hier steht aber nicht drauf, was für Haar das ist. Einfach nur Naturhaar, ne? Okay, kann auch Bambushaar sein dann wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren. Da kommt direkt in meine Pinselsammlung mit rein. So, und dann habe ich noch, das ist einmal für mich und einmal zur Verlosung, diese Palette mitgenommen. Was habe ich die damals haben wollen? Irre. Und jetzt habe ich sie tatsächlich. Das ist diese Disney Face Palette mit Catrice Limited Edition Mickey's 90th Anniversary. Also die Limited Edition zu Mickey Mouse 90. Geburtstag. Und ja, hier hast du Puder Blush Bronzer Highlighter drin. Und ich wollte sie immer haben. Aber sie war halt nicht verfügbar. Also ich habe sie bei mir im DM oder Rossmann halt nicht gefunden. Und online auch nicht mehr. War immer ausverkauft. Und jetzt habe ich sie mir endlich geholt. Oder sind das sogar zwei? Nee, das ist ein Bananenpuder. Oder sind das zwei Highlighter? Jetzt auf den ersten Blick gedacht, dass es oben ein Bananenpuder ist. Das sind aber schöne Töne. Dezent werden die wahrscheinlich sein. Also nicht super pigmentiert. Ja, dezenter Blush. Ja, das ist ein Highlighter tatsächlich. Ui, recht schmutziger Bronzer. Der hat jetzt nicht so den flawlessten Auftrag und das ist ein Highlighter. Okay, da ist kein Puder drin. Blush, Bronzer, Highlighter. Sehr, sehr dezent, ne? Na, ja. Werde ich demnächst mal mit euch zusammen ausprobieren. Und ich habe die halt ein zweites Mal bestellt, weil ich die dann demnächst auch mal verlosen wollte. Ne, ist dann noch komplett neu. Ja, fand ich irgendwie schön. So, ja. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Sammy freut sich auch mehr Platz. Was machen wir? Anbauen. Wir müssen unbedingt anbauen. So, jetzt kommen wir mal kurz zum Fashion-Part des Ganzen. Fashion-Part vor allem. Okay, ich habe mir bei... Also, ich fange von vorne an. Ich habe ja normalerweise so einen weißen Bademantel. Den habe ich mir vor Ewigkeiten mal bei C&A gekauft im Laden. Und den habe ich echt schon Jahre. Ne? Und dementsprechend ist er halt auch nicht mehr wirklich weiß. Aber er ist immer toll gewesen, weil der hatte die perfekte Länge. Der hatte eine Kapuze mit dabei und Taschen. Und der war flauschig und ich fand ihn toll. Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, mittlerweile trage ich echt viel Bademantel. Und dann sollte ich mal überlegen, mir einen neuen zuzulegen. Und dann habe ich bei Amazon geschaut und habe dann auch sehr, sehr teure gesehen, wo ich mir gedacht habe, ah, ich weiß ja nicht, ne? Weil die Bewertungen doch sehr durchwachsen waren. Und dann habe ich mir jetzt einen hier mitgenommen, der recht gute Bewertung hatte. Von Lumaland, der Mikrofaserbademantel, kuschelweich und behaglich, schnell trocknend in der Größe M. Hier steht es drauf. Verlinke euch alle Produkte, die ich hier zeige. Ah, Schnäppchenschluss wird schwer, aber den Online-Shop kann ich euch verlinken, ne? In der Infobox. Und ja. Yeah. Ich habe ihn in Rot geholt. Ist jetzt mit dem roten Kleid so eine Sache für sich, aber ich kann ihn ja mal kurz anziehen. Ja, der hat hier auch schon ne, ein paar lose Fäden und so. Der war halt jetzt nicht super hochwertig, hochpreisig, aber was soll ich euch sagen, Leute? Ich trage viel Bademantel. Also immer, wenn ich abends geduscht habe, ziehe ich mir direkt einen Bademantel über. Deswegen musste mal wieder was Neues her, ne? So. Also. Der ist schon mal richtig flauschig, ne? Fashion Hall mit Bademantel läuft bei mir. Genau. Armlänge, mega. Irgendwie ist das gerade unterschiedlich. So, jetzt sind sie gleich. Schön lang, richtig toll. Ich bin 1,73 Meter groß. Hier haben wir auch so komisch lecker vor allem. Keine Ahnung, so komisch schön abgesetzt. Oh, solche ne? Nähte finde ich sehr schön. Ja, der muss natürlich erstmal noch gewaschen werden. So, Alter, hier Taschen. Von der Länge her ist der richtig lang. Richtig lang. Also, Sammy, was sagst du? Ist Frauchen ein Fashion Victim? Ja, ne? Mit dem Bademantel kann man hier direkt, also die Party geht ab. Aber recht kleine Taschen, muss ich gestehen. Ich mache ja normalerweise auch so mein Handy an, wenn ich aus der Dusche komme, in die Tasche rein. Das wird ein bisschen schwierig, ne? Da könnte ich Bedenken haben, dass es mir rausfallen könnte. Das ist schade. Ja, ansonsten hat er echt eine schöne Länge und dass er halt diese teilweise abgesetzten Nähte hat, finde ich sehr schön. Und er hat natürlich hier diese Kapuze und die ist halt schön groß. Und wenn ich dann aus der Dusche komme mit nassen Haaren,
setze ich mir immer eine Kapuze auf. Das sieht jetzt total merkwürdig aus, weil ihr mich nicht so, weil ihr mich nicht so kennt, ne? Für mich ist es so, ja, so kenne ich mich. Ich mag's voll gerne. Ja, die Taschen könnten ein bisschen größer, ansonsten finde ich den gerade echt perfekt. Ich stehe drauf. Hier habe ich irgendwas. Habe ich das schon die ganze Zeit, Leute? Keiner hat's gesagt, ne? Ich habe eben Döner gegessen. Entschuldigung. Upala. Boah, habt ihr das gehört? Das knistert voll. Das ist also nicht so unbedingt ein Freund von meinem Kleidchen. So, was ist das denn für ein Stoff hier? Das können wir uns ja auch mal angucken. Sammy, wenn du mich jetzt anditscht, ne? 100% Polyester. Du kriegst gleich eine gewischt, Mausi. Frauchen ist geladen bis zum geht nicht mehr. Ist dir egal, ne? Jetzt habe ich eine scharfe Frise. Merkst du wohl, ne? Dann habe ich noch bei Danny Pelletier selbstverständlich etwas bestellt. In fast jedem Haul findet ihr das tatsächlich auch bei mir. Ja. Er hat ja Kochbücher rausgebracht. Und da habe ich mir jetzt alle drei bestellt, weil ich eins verschenken wollte. Und die anderen beiden, die ich noch nicht habe, halt behalten möchte. Einmal haben wir hier drin das Kochbuch Many Cooks. Und das ist die Community Edition. Und da konnten wir aus der Community ihm Rezepte schicken. Und da habe ich natürlich mitgemacht. Und da ist auch Claudis weltbeste Paprika Carbonara drin. Ich habe hier auch ein Alles Liebe Danny Pelletier und Maxi. Habe ich hier auch Autogramm drin, habe ich auch drum gebeten, fand ich total cool. Und ich fand die Idee so geil, ne? Die haben ja auch schon das Many Cooks rausgebracht. Das habe ich hier ja, wie gesagt, dann doppelt, das werde ich auch verschenken, weil ich das echt gut finde. Das sind einfache, tolle Rezepte, die da beschrieben sind. Genau, und auf der Seite 58 und 59 finden wir mein Rezept. Das haben die letztens auch schon auf ihrem Kanal vorgekocht. Richtig cool, das hat ihnen geschmeckt. Ja. Freue mich. Und ich finde es total klasse. Da sind so schöne Rezeptideen drin. Petras Knusperpenne oder Astrids Bohnensalat. Das hört sich auch interessant an. Julia schnelle Blechpizza. Ja, ne? Ja, da werden wir dann auch mal draus kochen. Und die haben auch noch das Many Cooks, das vegane Rezeptbuch rausgebracht. Und das konnte man halt im Dreierbundle vergünstigt bestellen. Deswegen habe ich das auch mitbestellt. Wir leben zwar nicht vegan, aber ich finde es mal ganz interessant. Vegane Plätzchen, vegane Eiersalat, vegane Schokoplätzchen, vegane Lasagne, veganes Cheese Sandwich. Bin gespannt, ob meinem Freund dann auffallen wird, dass wir vegan essen, wenn ich da mal was zubereite. Finde ich sehr, sehr cool. Und das ist halt auch das, was Maxim und Danny gesagt haben. Wenn du die so nebeneinander stellst, so, blau, grün, gelb, ne, dann kommt ein Regenbogen zustande. Als nächstes müssen die ein orangenes rausbringen. Und am Ende hast du wirklich, das finde ich doppeldeutig und sehr cool, muss ich gestehen. Dann habe ich hier noch eine Autogrammkarte, hinten drauf steht, liebe Claudia, vielen Dank für deine Bestellung von Danny. Voll toll. Und dann hier nochmal die Bücher alle vorgestellt. Ich verlinke euch auch hier den Verlag von Danny unten in der Infobox. Das ist der liebe Luca. Das Buch habe ich auch schon gelesen und auf Instagram habe ich euch ein bisschen auch was dazu erzählt. Mega. So. Bing. Genau, das war das Glas. Einen habe ich noch und zwar habe ich mir für, ich bin so ein Tollpatsch, ne? Ich habe mir für mein Handy so Panzerfolien bestellt. Ich habe ja das Samsung A50, so ein ganz Oldschool-Modell. Das sind auch alle, ich habe schon sehr viele Kooperationsanfragen bekommen, was so Handysachen angeht, ne? Aber Leute, mein Handy ist ein Knochen, ne? Also das ist jetzt nicht das neueste Modell auf dem Markt. Ich habe auch kein Apple oder sonst irgendwas. Ich habe halt mein Samsung A50, weil ich das praktisch finde. Es war nicht super teuer und ich muss jetzt nicht unbedingt das letzte oder das letzte Samsung Galaxy Modell haben, sondern ich brauche einfach ein vernünftiges, zuverlässiges Handy, mit dem ich telefonieren kann, wo ich WhatsApp-Nachrichten schreiben kann, wo ich mir vernünftig irgendwelche YouTube-Videos anschauen kann. Das war's. Viel mehr mache ich damit ja auch nicht, ne? Ja. Genau, aber ich bin ein Tollpatsch. Ich laufe ja auch manchmal wie so ein Zombie durch die Gegend und gucke nur auf mein Handy. Ihr wollt nicht wissen, wie oft die Vorgänger von diesem Handy schon runtergefallen sind und mein wievieltes Handy das ist, das weiß ich nämlich gar nicht. Ich habe sehr viele Spider-Apps hinter mir. Und dieses Handy hat noch keine Panzerfolie. Das hat zwar so eine, also ich habe so eine, so eine Hülle drum zu, die ich mir bei Amazon auch mal bestellt habe, die ich eigentlich auch ganz gut finde, aber die nimmt nicht so gut den Fingerabdruck auf. Jetzt seit dem letzten Update macht das Handy das schon, das ist mein Fingerabdruck wieder akzeptiert, aber nicht mehr so gut. Aber ich habe mir jetzt von Utection,
da. Auch von Amazon habe ich mir solche Folien geholt und die waren halt recht gut bewertet und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Und da ich mir für ein anderes Video von Ideal of Sweden auch mal eine Hülle und sowas bestellt habe und mir nicht sicher bin, ob das auch vorne abdeckt, das ich glaube nämlich nicht, und einfach flexibler sein wollte, habe ich mir jetzt einfach diese Panzerfolie geholt und fertig ist die Laube. Ich bin sehr gespannt und ich möchte das einfach mal auftragen und ja, das ist so, ne? Wenn das davor bewahrt, dass mein Handy-Display aussieht wie Hulle, ist das klasse. Das war es jetzt auch schon mit diesem Haul. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!